Willkommen zurück bei Minecraft in dieser, ich sage mal, Horror-Tour. Wir wollten nachschauen, was sich dahinter befindet. Zuerst möchte ich noch alles im Dungeon mitnehmen. Weil jetzt bin ich wieder ein bisschen verweichlicht, muss ich zugeben. Und ich muss mein Gemüt ein bisschen aufwärmen für das, was uns jetzt bevorstehen wird. Deswegen nehmen wir mal die ganzen Moss-Steine mit. Kann man ja irgendwie gebrauchen. Vielleicht können wir uns ja damit eine Ruine bauen oder sowas. Oder einen Weg. Mal schauen. Dum-dum-dum. Ja, also in den letzten 2 Tagen war ja kein Part rausgekommen, weil ich am Freitag Schach spielen musste. Also Freitag spiele ich immer Schach, deswegen wird es da wahrscheinlich wenig oder beziehungsweise keine Parts davon geben. Und ja, Samstag da musste ich ein paar Parts vorproduzieren, ne? Ja, ich tue die Parts ja immer vorproduzieren. Ab sofort, weil das mit dem Rennen sonst immer so stundenlange dauert. Denn wenn ich die 2 Videos gerendert habe, da ist schon der halbe Tag vorbei und mein Internet ist dann auch schon wieder weg und das ist mir dann einfach zu schade dafür. Deswegen rende ich die Parts dann immer über Nacht. Ich bin ja quasi ein Nachtmensch. Ich spawn in der Nacht. ja, jetzt brauchen wir eine Axt. Wobei, jetzt können wir eigentlich mit der Hunter bauen. Da müssen wir uns jetzt extra keine Hunter für craften. So. Kommen wir jetzt da jetzt irgendwie hin? Sind da noch More Stones? Nein. Gut, dann machen wir es mal zu. Zack, zack, zack. Hier noch und da. Gruselige Musik in Minecraft. Oh mein Gott. Ich wette, wenn ich den ersten Zombie sehe, dann habe ich wieder meine Hose voll. So. Dann hier noch alles schließen. Ist zwar nur eine Notunterkunft, aber egal. Auch Notunterkünfte haben eine Seele, die schön aussehen müssen. Machen wir hier noch was hin. Zack, zack. Das hier kommt weg und das hier kommt auch weg. Da können wir noch eine zweite Truhe hinbauen. Ach, wisst ihr was? Baue ich gleich hier die ganze Ebene voll. Kostet uns zwar ein paar Cobblestones, aber wir haben hier überall Cobblestones in der Nähe. Wir sind ja in einer Höhle. Da ist es ja nicht besonders schlimm oder schwierig, an Cobblestones zu gelangen. So, zack, zack, und hier noch. Okay, passt alles. Fressen, ja, gut, passt. Pilze, ja, den Crafting Table stelle ich wieder hin. Und zack, nein, nicht da, sondern zack. Und jetzt möchte ich einen Weg nach oben bauen. Damit wir uns schnell ein bisschen Wolle holen können und hier unten ein Bett haben, ein Spawnpunkt, genau zu sagen, falls wir hier sterben, damit wir schnell an unsere Objekte ran können, ohne nicht wieder durch die ganze Höhle laufen zu müssen. Unser Leben wieder aufs Spiel zu setzen. Nur für ein paar Objekte. So, hier noch, dann so, zack, und dann Leiter, Leiter, Leiter. Nein, nicht da, sondern da, hier, zack, und nein, bin ich jetzt zu blöd, eine Leiter zu craften. So, da, hier. Okay, wo bauen wir sie? Wir bauen es einfach mal hier. Es ist Nacht gerade angebrochen, das erkenne ich, weil sich der Sonic Shader Mod gerade ein bisschen der Nacht anpassen will. Und das erkennt man auch unter der Erde. Jetzt hoffe ich nur, dass da oben nichts kommt, weil wenn Nacht ist, dann kommen ja Monster runter. Na gut kennen. Was war das? Sand? Sandy.
Ah ja, wir sind hier anscheinend unter Wasser oder sowas. Oder nee, es ist Nacht, deswegen. Machen wir schnell einen Blick riskieren. Ja, sieht sicher aus. Nun gut, ich markiere das mal mit einer Fackel. So, jetzt rennen wir schnell zurück nach Hause. Ich hätte noch ein paar Steine mitnehmen können oder ein paar Ressourcen. Naja, egal. Da hinten ist ein Creeper, seht ihr den? Und da ist eine Spinne. Ich glaube, ich spinne. Die Nacht ist da. Schnell, 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 rennen, 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 rennen. Die Monster sind uns auf den Fersen. Oder auch nicht. Ich sehe momentan keine. Ah, wir sind wieder da. Ist im Keller jemand? Nein. Scheiße, und jetzt? Wenn hier sich jetzt hier ein Creeper davor stellt, habe ich so panische Angst, Leute. Das werdet ihr euch nicht vorstellen können. Pennen können wir nicht mehr bei Monster in der Nähe. Was? Fail. Okay. Ich nehme meine Aussage zurück, wie im Gericht. Brennt, ihr untoten Säcke! Brennt, die Sonne wird euch verbrennen! Und dann können wir uns schnell Wolle holen und wieder in die Höhe. Hölle gehen. Hölle. Sind sie alle tot? Hallo? Naja, aber hier tummeln immer noch ein paar Creeper herum. So, ach Leute, wenn wir schon hier sind. Ein bisschen erden, das mache ich jetzt auch ein bisschen Zeit tot zu schlagen, damit wir uns wieder drücken können. So, Schere, Schere, Schere. Ja, wir haben die Schere wahrscheinlich im Keller. Wir haben ja die meisten unserer Sachen gelagert. Wo ist sie denn? Schere? Nein. Schere? Nein. Ah, ist hier eine Schere? Nein. Schere? Nein. Wobei, das kann man gebrauchen. Schere? Nein. Schere? Falsche können wir mitnehmen. Wo ist denn die Schere? Ich will hier jemanden bescheren. Na gut, dann machen wir uns einfach eine. Scheiße, Inventar voll. Inventory voll. Also gut, hier, da, Schere. Ah, oh, jetzt muss er das abschmeißen. Na toll. Dann hier. Das Eisen kommt rein. Okay, so passt's. Jetzt wird geerntet. Die Steine kommen rein. Zack, zack. Nein, das Fleischzeugs brauchen wir noch. Das kommt rein. Weizen bleibt da. Die Steinaxt verwenden wir gar nicht, aber egal. Gut, dann tun wir das hier in den Slot rein. Das hier ebenfalls. Wir müssen echt eine Farm bauen, habe ich das euch das schon gesagt? Naja, das mache ich dann, wenn wir die Höhlenerkundung hinter uns haben. Nein! Hier so. Wir die Lage checken. Keine Monster, keine Monster. Boom! Es ist Monster! Es ist Monster, habe ich gerade gesagt. Oh mein Gott. So, aber wofür wir eigentlich hier sind, wir wollen ja. Ihr büxt jetzt nicht aus! Nein! Du, sag deinen Kollegen, er soll wieder reinkommen. Sonst gibt's Ärger.
Du bist cool, du frisst sofort, nachdem ich dich geerntet habe. So. Nein! Denk nicht mal dran! Denk nicht mal dran! So, jetzt komm her! Komm her! Komm her! Na los! So. Wie dasselbe wie vor drei, vier Parts. Komm her! Dieser Stein dient dazu da, dass dieses Schaf da drauf jumpen kann und wieder in ihr Gehege kann. In ihr Gehege, in sein Gehege. Und wehe, ihr büxt aus. Dann bin ich wütend auf euch. Hey, habt wieder Wolle, gib her. Egal, komm. Machen wir uns schnell im Bett und zurück, bevor wir uns hier wieder den ganzen Part aufhalten. Und ihr euch dann beschwert: Hey, warum bist du wieder zurück zu Hause? Das geht doch nicht. Wir haben doch gesagt, Höhlenerkundung. Scheiß Weichei, bla bla bla. ja, gut, wir müssen irgendwas ablegen. Und zwar das hier auf jeden Fall. Das hier auch. Wir können uns eigentlich Brot machen, aber. Nee, komm, Brot ist scheiße. Knochenmehl. Haben wir Erde dabei? Oh mein Gott. So. Gut, dann geht's wieder zurück. Ich höre die Musik bei mir ein bisschen lauter. Ich höre schlecht. Okay, jetzt höre ich was. Auch das Zisch und Boom später. Wo ist unser Eisenschwert? Hier. Immer mit dem Eisenschwert durch die Gegend ziehen, wenn Monster in der Nähe sind. Das ist auch so eine. Sonst muss man sich mit Künsten verteidigen. Was ist das? Zombiefleisch. So, hier sind wieder ein paar Tierchen. Und hier sind Pilze. Da können wir uns weiter Suppen herstellen, aber. Nee, komm. Jetzt, wo ist denn der Ort? Der Punkt, wo wir denn waren? Ich glaube, der war hier irgendwo. Wo waren wir? Hier waren wir, genau. Ah, ich habe eine gute Orientierung. Und was wir hier jetzt machen, bauen jetzt das hier ab und dann hier eine Falltür hin. So. Nein, zumachen. Zumachen. Also. Ist hier jemand? Nein. Ist hier jemand? Hallo? Sieht nicht danach aus. Okay, wir haben jetzt ein Bett. Markieren wir schnell unseren Spawnpunkt. Okay, er ist markiert. Oh, fuck, wir haben Hunger. Moment. Achso, das ist nur eine Schüssel, oder? Ah. Hier, Pilzsuppe. Schöne Suppe fressen. Okay, dann bauen wir mal die ganzen. Ne, wir wollten ja schon, was sich hinter dieser Ding befindet, ne? Oh Gott, ich drücke mich hier noch mehr als. Keine Ahnung. Okay. Fackeln erstmal ins Inventory setzen. Zack. Am besten noch ein zweites Schwert, damit wir uns notfalls, falls wir hier versehentlich hier mit dem Mausrad da uns verklicken sollten. So, okay. Sieht soweit alles clean aus. Oje, oje. Und meine Phobie macht sich wieder bemerkbar. Oh mein Gott. Oh, das war's schon. Na gut. Ich hätte mehr erwartet. Gut, dann nehmen wir mal die ganzen Sachen mit. Kohle, 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 Kohle. Ja, komm. Ich will jetzt nicht Gronkh 100%ig nachmachen, wenn ich schon mit seiner Playlist zocke. Da mache ich meinen eigenen Kohle-Song. Kohle, Kohle. Ich sammle Kohle ein. So viel Kohle für unser Zuhause. Brauchen wir zwar nie.
Aber ist egal. Okay, der coole Song von Gong ist besser, ich geb's zu. So. Ich hoffe, jetzt finden wir keine neue Höhle, wenn wir das hier abbauen. Max Payne. Woher weiß ich das? Weil die Musik in Gong seiner Playlist over 1000 Mal vorkommt. Ich habe sie auch in meiner Playlist, also in Gronkh seiner Playlist, ne. Dann nehmen wir das Eisen mit. Dum, 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 Eisen, Eisen. So, wenn ich Eisen. Ich gehe gleich zu Mojang und frage sie, warum habe ich so viel so wenig Eisen gekriegt? Ja. So. Also kohlemäßig müssen wir uns keine Sorgen mehr machen. Ich mache mir bloß Sorgen, wo hier der Creeper herkam. Hier muss irgendwo noch ein dunkler Ort sein, wo er gespawnt ist. Kann auch sein, dass er von oben kommt und es Nacht war. Kann alles sein, ne? Es ist Abend, würde ich sagen, weil hier oben ist es schon ein bisschen gelblich. Gut, Eisenerz kommt rein. Wir können uns eigentlich einen Ofen craften, da können wir uns gleich brennen. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Und zack. Full Name auf Englisch, auf Deutsch heißt der Ofen. Hier machen wir hier, genau. Nein. Hier ist klüger, weil hier können wir noch, ja noch, wenn wir mehrere Ressourcen haben, die Truhe vergrößern. 12 Schießpulver. Wir haben gegen 12 Creeper nicht gekämpft, sondern gegen 6 ungefähr. Okay, ja, wir wollten das jetzt brennen, genau. Kurzzeitgedächtnis. Scheiße, wo haben wir das Eisen? Ich hab's bestimmt gelagert, ne? Natürlich. Und zack, so. Gut, dann schauen wir uns noch weiter um. Hey! Ich habe gerade einen Enderman gehört. Kann es sein, dass ich es mir einbilde? Wie, ich kann nur nachts schlafen? Ist doch Nacht, oder? Hallo. Morgen. Ist hier jemand? Nein. Gut, dann nehmen wir mal die Ressourcen mit. Und das können wir erneut unseren Arsch für ein paar Mineralien. So, Schwert ausrüsten. Ach, der Creeper kann hier von oben gekommen sein. Das wäre eine Erklärung. So, dann schauen wir uns mal an, wo es hier entlang geht. Hä? Ach so. Ich hänge an der Kante. Hier haben wir damals einen Creeper gefunden. Und hier finden wir jetzt auch Kohle. Ist ja auch schön. Dieser Creeper hat wohl die Kohle bewacht. Das ist wahrscheinlich seine Lieblingskohle. Die hat er schon seit Kindzeiten immer geliebt. Dieses schwarze Zeug da an der Erde drin. Ah, ich habe mir vielleicht eine Fantasie. Aber eine schöne Fantasie. So. Ist hier irgendjemand? Hallo? Ist hier irgendwen? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Musik gerade zu laut ist. Also falls ihr mich jetzt nicht hört, dann habe ich wahrscheinlich recht, dass die Musik zu laut ist. So, das war der Punkt, an dem uns die Spinnen und Skelette uns fast getötet hätten. Halt, Schwert! Ich laufe hier nicht mit einer Spitzhacke um. Wer bin ich denn hier? Okay, hier sind keine Mineralien. Schade eigentlich. An dieser Kreuzung habe ich irgendwie immer Angst. Keine Ahnung, wenn hier Monster von allen Richtungen kommen könnten, waren wir hier unten schon. Oh, ich krieg schon Gänsehaut. Dieses hat mir Gänsehaut verschafft. Wo bist du? Ich dachte, ich hätte euch Spinnen ausgelöscht. Aber so kann man sich irren. Hey! Gut,
Wo bist du? Wo bist du? Ich such dich unter jedem Stein. Uiuiui, jetzt singe ich schon Rammstein. Jetzt singe ich Rammstein. Oh nee, hier waren wir noch nicht. Ach nee, hier geht's noch weiter in die Höhle rein. In die Hölle, wohl eher. Das ist keine Höhle, sondern eine Hölle. Ich hab Angst. Besonders bei Sonnen. Hey, da ist die Spinne. Du willst mich wohl erschrecken, ja komm. Kill dich durch selber, genau. Ich mach hier mal Fackeln, damit die das sehen, dass hier ein Höhlenabschnitt ist. Oh, erschreck mich doch nicht so. Du Kackskelett. Nein, du lockst mich nicht in die Dunkelheit zu deinen Freunden. Aua! Aua! Lieber krieg ich Pfeile ins Knie als das. Komm her! Aua! Komm her, du Arschloch! Du! Na toll, jetzt habe ich die Hälfte meines Lebens für so ein scheiß Skelett verloren. Oh mein Gott! Es geht los! Schnell was fressen! Und ein neues Java-Update mal wieder. Was kommt jetzt noch? Er geht wieder in die Dunkelheit, dieser grüne, pelzige Wichser. Hi, schneller! Na los! Okay, ich gehe mal weiter. Uiui, das Gerät hat mich jetzt vielleicht erschrocken. Was ist da hinten? Herobrine, oh Gott, der Weg geht wieder in auf in 1000 Richtungen. Auf in 1000 ist übrigens mein Lieblingsspruch. Oh Gott, oh Gott, so was mache ich überhaupt nicht. So Verzweigungen. Oh, ich dachte schon, das wäre ein Creeper. Aber waren es nur Erfahrungshügelchen. Okay, hier waren wir schon. Aber wo geht's hier lang? Hier geht's weiter in die Tiefe. Ich glaube, so nenne ich den Part. Ab in die Tiefe, weiter in die Tiefe oder so. Hi, Zombie. Na, wo geht's denn hier lang? Kannst du es mir sagen? Also, wenn es so weitergeht, werden wir auf Diamanten stoßen. Oder auf Redstone. Und auf Slimies. Na, komm her. Hey, Pilze. Cool. Na, geh weg. Und tschüss. Ist hinter uns was? Nein. Aber es kann jederzeit was kommen. Wir haben hier. Es kann jederzeit ein Creeper in unsere Richtung laufen, der von einer anderen Höhle kommen könnte. Deswegen schaue ich hier jetzt immer hinter mir nach. Was ich sowieso schon die ganze Zeit mache. Ich habe echt kein gutes Gefühl, wenn ich weiß, dass da hinten Creeper auf uns lauern könnten. Deswegen. Sorry Leute, ich weiß, das ist Pussy, aber. Ich werde hier jetzt eine Blockierwand bauen, dass die Creeper hier nicht durch können. So. Das markiere ich hier ganz deutlich mit Fackeln, damit der zukünftige Kevin auch weiß, dass es hier entlang geht. So. Das wäre auch noch eine Überlegung, fällt mir gerade auf, so Geister in Höhlen, die so unsichtbar sind und die einen dann richtig erschrecken. Das würde Minecraft noch gruseliger machen, als es jetzt schon ist. Vielleicht gibt es da Mods dafür oder so. Keine Ahnung. Und ich hoffe, ich habe versehentlich keinen dafür installiert. Oh je, oh je, die Höhle geht immer noch weiter. Ach, der Zombie schwimmt da hinten. Gut, hier ist Sackgasse. Na, machst du Spaß, immerhin. Scheiße. Was willst du denn? Nein! Boah, der macht gleich Boom. Ich wette, der macht gleich Boom, weil ich verpeile. So, tschüss, grünes Arschloch. Ja, nehmen wir die Pilze mal mit. Wir haben ja einen Pilzslot gerade im Inventar.
So, aber wir gehen, uns gehen langsam die Fackeln aus. Moment. Dann mache ich es mal so. Kohle haben wir auch nicht so viel. Ich glaube, da muss ich ein bisschen was mitnehmen. Von den Wänden. Aber zuerst machen wir aus dem, was wir haben, das Beste. So. Oh, hi Skelett. Willst du mich wieder erschrecken, hä? Skelett! Bogenschießkampf! Ach, scheiße, keine Pfeile mehr. Na dann. Fröhliche Sterben. Obwohl du eh schon gestorben bist. Da habe ich dich doppelt getötet. Nee, einmal hat dich irgendetwas anderes getötet. Ach, komm schon. Schon wieder eine Verzweigung. Schlimmer wird's nicht mehr. Es wird ja immer schlimmer. Das nächste sterben wir wahrscheinlich. Oder ein Creeper ist hinter uns her. Oder schlimmer, mehrere Creeper. Nein, die ganze Horde an Creepern. Oh, da ist noch ein scheiß Skelett. Vielleicht ist hier in der Nähe ein Skelett-Spawner, weil das ist schon. Ah, komm, geh weg. Ich schlag dir jetzt mit der Spitzhacke und zwar aus Mitleid. Oh. Warte, 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 hier. Was ist das? Ist das auch wieder ein Skelett? Tatsache. Und da unten ist auch ein Skelett. Also hier kann vielleicht ein Skelett spawnen in der Nähe sein. Hier erst einmal das Wasser dicht, ne? Mit Wasser kann ich schlecht arbeiten. Und da unten sind Erfahrungskügelchen. Und ein Zombie. Na gut. Machen wir es selber wieder für vorhin. Ich habe keinen Bock, dass uns hier hinterrücks was angreift. Was von einer anderen Höhle kommen könnte. So. Hier noch gegen Spinnen. Okay. Und es wird ein Tag. Da braucht man ja gar keine Sonnenuhr mehr. Langsam kommen wir auf Diamantebene. Dieses Licht, was jetzt kommt, gibt mir ein bisschen Sicherheit. Scheiße. Hey! Oh, hi! Warte kurz, ich helfe dir. Ne, soll ich oder soll ich nicht? Eine Schlucht, okay. Hey! Sorry, aber du musst sterben, du stehst mir im Weg. So. Auch wenn es in dem Fall. Ach du Scheiße. Nehmen wir hier erstmal das Eisen mit. So. Und ich möchte dann hier vielleicht noch eine weitere Unterkunft machen, weil bei einer Klippe, da wäre es sehr klug, so etwas zu machen. Denn bei der Klippe gibt es mehr Ressourcen, als man sich vorstellen kann. Oh je, oh je. Jump! Jump and Underworld. Wie geht's denn hier lang? Ach du Scheiße. Nein. Sowas mache ich gar nicht. Sowas. Oh, so riesengroße Hallen. Nee. Das schaue ich mir später an. Ich mache hier erst einmal hier dicht und dann. Schauen wir das uns, wie gesagt, später an. So hier, damit wir hochkommen, falls uns ein Creeper umarmen möchte, weil er schon seit Jahrzehnten keine andere Person mehr gesehen hat. So, hier scheint alles sauber zu sein. Jetzt müssen wir irgendwie da runter. Bei Klippen findet man auch oft auch Minen, aber ich habe bis jetzt noch nie eine Mine im Singleplayer gefunden. Und mit nie meine ich nie. Ein falscher Zug. Und wir sterben. Nicht.
Ja, doch, wir sterben, aber allerdings nicht aus, nicht weil wir kein Leben haben, sondern vor Angst. Oh Gott, da oben kann auch jederzeit was kommen. Dam, dam, dam. Also ich glaube, ich baue mir hier mal eine Festung auf oder eine kleine Unterkunft, ein Unterkünftchen, oh Gott. Aber dann baue ich hier oben. Scheiße, sowas hätte ich nie gedacht, dass sowas finden. Ich dachte, wir machen jetzt eine Höhlenerkundung, so eine gescheite ganze kleine Höhle bis zum Bedrock. Und wir finden ein bisschen Eisen und vielleicht auch ein paar Diamanten und ein paar Redstone und das ganze Zeug, Lapis und so. Aber stattdessen finden wir eine Klippe. So, hier mache ich dicht. Und dann bauen wir uns hier eine zweite Unterkunft auf. So. Boah, die Aussicht ist schon ziemlich cool. Hier noch dicht machen. Und wir bauen uns hier eine neue Unterkunft auf. Kostet zwar ein bisschen Holz, aber das ist es mir wert. Wenn wir alle Ressourcen verlieren, ist es mir hundertprozentig wert. Da müssen wir wahrscheinlich. Ah, wir haben sogar noch Wolle. Können wir uns einen neuen Spawnpunkt setzen? Einen Speicherpunkt kann man auch sagen. Ich schlafe einfach mal mit den ganzen Monsters in der Nähe in der Höhle, ne? Völlig ungefährlich, so. Gut, dann machen wir uns wieder eine Tür. Ach du Scheiße, da geht's ja 1000 Meter nach unten. Dann sollten wir vielleicht hier eine Verbindung setzen. Und da mache ich jetzt Schluss. Dann erkunden wir im nächsten Part die Klippe. Bis zum nächsten Part, Leute. Servus.